Herr Mailänder, walten Sie Ihres Amtes bitte. Wenn es schnell geht, macht nichts. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Liga-Highlight-Rennen der MXL. Heute melden wir uns aus Abu Dhabi. Nein, ist es nicht das große Finale. Es folgen noch Portugal, es folgen noch Imola und es folgen noch Saudi-Arabien. Mit dabei sind heute wieder mein Teamkollege Knitti. Hallo, na? Und Chefstratege Niklas feiert sein Comeback. Hallöchen. Qualifikation für Knitti 13. Ich 7. Pure Katastrophe, ja. Also Qualifikation ist absolut nicht so meins. Aber bevor ich euch die Hotlap zeige, hier ist übrigens der Stand in der Fahrer-WM und hier ist der Stand in der KWM. Also es sieht soweit für AlphaTauri ganz gut aus und wir sind auf jeden Fall davon überzeugt, dass wir den Titel holen. Ja, wie meine Hotlap aussah, das erfahrt ihr jetzt. Was ist denn da los? Boah, 7-2. Ich kann es selber kaum glauben. Sehr schön. Das heißt aber erstmal ERS sparen. Jo. Mach das. Verdammt. Knitti, lass den Gecker ja ein bisschen lassen. Sonst halt die Fahrer von dir jetzt hinter dir ein bisschen auf jetzt mal. Also gib Gummi ein bisschen. Sehr schön. Voll nice. Yes. Und jetzt Zeit rausfahren. Knusper ist raus. Das heißt, Safety Car. Letzter Sektor. Safety Car. Ja, Safety Car. Okay. Delta beachten, ganz wichtig. Ihr bleibt schön draußen. Ja, natürlich. Alles andere wäre Schwachsinn. So. Schön alles auf Kamera gewesen. Herr Mailänder, walten Sie Ihres Amtes bitte. Wenn schnell geht, macht nichts. Ja, was denn? Na, liebe Leute, wisst ihr schon, das neue Mercedes AMG Safety Car hat satte 730 Ponys auf der Hinterachse. 730? What the fuck? Ja.
Es ist Black Series. AMG, GT, Black Series. Ja, ich glaube, so ist es richtig. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Knitt ihr bereit? Jo. Okay, 3, 2, 1 und los. Wow! Tibor ist raus, was? Ja, der ist hinter mir. Meckel hat so langsam gemacht und Tibor ist so dicht rangekommen. Dann ist er in der Tasche gewesen und dann. Puff. Ja. Und jetzt? Alles gut, weiter, weiter. Codemasters, da ist eine gelbe Zone. Was macht man in so einer Situation? Hm? Nichts. Oh, tut mir leid, das ist die falsche Antwort. Mikkel hat 3 Sekunden, was ich gesehen habe. Okay. Ist das die erste Zeitstrafe, die vergeben wurde? Nein, Photon hat auch 3 Sekunden. Oh, okay. Was war das denn? Mein Herz ist kurz stehen geblieben bei Knitty. Warum? Warum? Das Überholmanöver des Monats. Das war gut. Es war gut. Ich. Knitty freut sich, Niklas ist kurz am Röcheln. Das ist gut. Versuch den Jäger jetzt richtig zu kriegen. Ja, alles gut. Alles gut. Wollte hol direkt zweite gerade. Er hat keine RS, also verballert deine RS wie sonst was. Komm, Knitty. Mach es für Team Alpha Tauri. Kriegst am Ende der Saison auch ein Kleidungsstück deiner Wahl. Jawohl, sehr schön. Alter Alpha Tauri 1 und 3. Ich krieg so viel. Sasuke fährt rein. Ja, versucht einen Undercut. Knick ein paar Mal jetzt rein. Mike, fahr nächste Runde rein. Also die Runde rein. Fahr jetzt diese Runde reinfahren. Ja. Oh, halt doch die Schnauze, Alter. Ernsthaft. Yes. Danke, Lucky. Danke, Lucky. Boah, Lucky hält den gerade auf. Gib Gummi, Mike. Das Boxenstopp-Fenster liegt hier bei 19,6 Sekunden. Habe ich ausgerechnet. Rein im Boxenstopp. Okay, jetzt heißt es hoffen. Sasuke ist jetzt unter dem Hotel her. Oh, das wird eine ganz enge Nummer. So, Jungs, jetzt ein super Stopp hier. Komm, hopp, 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 hopp. Oh, genau im richtigen Moment losgelassen. Amen. Jetzt gibt Gummi. Okay, Undercut hat für ihn funktioniert. Eko hat sich abgeschossen. Nee. Oh, scheiße, ey. Dame. Safety Car. Tja. Sasuke auf 1, meine Wenigkeit auf der 2. Okay, denk nach, Mike. Wann könnte Sasuke denn loslegen? Ja, ich weiß wann. Ich glaube, dass Sasuke zwischen der vorletzten und der letzten Kurve anfängt zu drücken. Also loszulegen, meine ich jetzt, nach dem Safety Car. Restart. Okay. Aber Knitty auf 5. Sehr, sehr starke Leistung von dir heute. Kann sein, dass du wieder Driver of the Day wirst. Na. Doch, überleg mal. Von 13 auf 5, das ist eine super Leistung. Aber ich will nicht so viel labern. Ich bin noch nicht so gesprächig.
Ich wusste es. Ich wusste es. Ich weiß einfach, wie der Typ tickt. Also, glaube ich zumindest. Er wird den Trick machen, dass du erst das Ding vorbeifahren sollst. Also ich kenne den Trick. Ich weiß, was du meinst. Nix da, Sasuke. Den Trick kenne ich schon. Netter Versuch. Nein, liebe Rennleitung, das war kein Brake-Check. Das war der DRS-Test. Ich glaube, das macht er nochmal. Das macht er nochmal. Ja, macht er nochmal. Geht hier auf was, ne? Sasuke. Boah, Sasuke, du kleiner Mistkerl, ey. Raffiniertes Genie. Ich glaube, Sasuke hat irgendwie einen extrem flachen Heckflügel. Sowas wie 9-7 oder sowas. Okay, extrem nicht, aber 9-7, 9-6, irgendwie sowas. Was ich gesagt habe, 9-7 hat er. Doch, ist er drinne. Er versucht das gleich. Oh, jetzt wird's eng. War das okay? Geht. Ich habe mich doch verteidigt. Es geht. Also, beide hart gekämpft, Sasuke und du. Aufpassen, er versucht die letzte Kurve eventuell noch. Okay. Ja! Let's go. Ja! Oh, verdammt nochmal! Oh. Schade, Knitti, aber 406er Platz. Sehr schön. Knitti! Guter Mann! Guter Mann! Danke, danke. Oh, Chibi, mega großes Dankeschön für die ganze Hilfe, ja. Ey. Wow! Scheiß die Wand, dann war das. I'm schwitzing. In all so Sachen, die ich anhab. Hände schwitzen. Unter der Handschuhe. Oh. So, liebe Leute, da haben wir das Endresultat. Meine Wenigkeit gewinnt den Abu Dhabi Grand Prix vor Sasuke. Großen Respekt, Meister. Ey, du hast wirklich knallhart alles Mögliche getan, um an mir vorbeizukommen. Wirklich, Daumen nach oben. Capo auf der 3, auch GG zum Podium vor Wahl. Lucky, Teamkollege Knitti, stolz. Kajajor, Spooky, Florocopter, Reisenbett, Tomahawk, Kain, Luso, Chris und Photon. Nee, Quatsch. Bis Luso gehen alle mit Punkten nach Hause. Die ihr hier seht, haben es leider nicht ins Ziel geschafft. Sehr schade auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, Sasuke hat es mir beim besten Willen nicht leicht gemacht. Am Ende hatte ich ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Nervenflattern, dass er mir doch den Platz irgendwie wegnehmen möchte, weil mein ERS ein bisschen im Begrenzer war. Nichtsdestotrotz, wirklich ein sehr geiles Rennen und ja, in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen. Und übrigens, ganz kurz, ich streame regelmäßig auf Twitch. Wenn ihr mal Interesse habt, kommt doch einfach mal vorbei. Wir machen ein paar Community-Lobbys, dann fahre ich gegen euch oder ihr gegen mich in dem Fall. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Macht es gut, bis zum nächsten Video und ciao.